herzlich willkommen zurück. Ich habe noch mal ein paar Einstellungen vorgenommen und ja, weiter geht's, ne? Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Freund. Ja, das war wie in den alten Zeiten, nicht wahr? Ich muss schon sagen, war ein gutes Gefühl, wieder mal rauszukommen und mitfliegen zu dürfen. Für dein Vertrauen danke ich dir. Bis in alle Ewigkeit. Ach, Schwamm drüber, Hobbs. Du bist jetzt wieder da, wo du hingehörst. Jo. Oh, guten Tag, Sir. Na schon gut, Lieutenant. Spielen Sie weiter. Verzeihung, Sir. Das ist ein Lied, das aus Celeste stammt. Sehen Sie, Musik sagt viel über die Bewohner eines Planeten aus. In manchen Sektoren kann man nur Mollakkorde hören. Da möchte man am liebsten verschwinden und Amok laufen. Aber das hier ist ein fröhlicher Song. Und da fühlt man so richtig, wie das Blut schneller in den Adern fließt. Sind Sie Pilot, Lieutenant, oder Musiker? Oh, ich bin Pilot, Sir. Noch dazu ein guter, das beweist meine Trefferquote. Aber meine Familie? Die baut Gitarren seit vielen Generationen. Ich habe eine, die ist schon fast 200 Jahre alt. Ihr Klang, der wird immer schöner und satter. Irgendwann werde ich ein Restaurant aufmachen und lass dort die besten Musiker auftreten. Für Kampfpiloten, wie ich es bin oder Sie. Wer weiß, wie viele von uns überleben werden. Am besten, Sie suchen sich andere Stammkunden. Von mir aus. Dieses Lokal wird sicher ein ganz großer Erfolg. Ich werde dann tagelang faulenzen, den schönen Frauen 1000 Komplimente machen und den Gitarrenklängen lauschen. Cool. Klingt ganz vernünftig. Ja, allerdings. Das ist ein schöner Traum, Vaquero. Halten Sie an ihm fest. Ja, das mache ich, Sir. Für manche ist das Töten das reinste Vergnügen. Ich tue es nur, weil es meine Pflicht ist, verstehen Sie? Wir sollten mal miteinander reden, Lieutenant. Da gibt's nicht viel zu reden, fürchte ich. Sie sind mit der Katze geflogen und haben Ihren Auftrag erfüllt. Falls Sie damit Hobbs machen. Ich kann nicht mit ihm fliegen, Sir. Als Mitglied dieser Crew müssen Sie das früher oder später tun. Ist Sie das klar? Sie besser nicht darauf. Ich werde ihn nicht verteidigen. Wieso nicht? Sagen wir einfach, ich bin etwas starrköpfig. Und nichts, was Sie tun, wird daran was ändern. Na gut. Ich werde versuchen, Sie und Hobbs bei Offensiveinsätzen getrennt zu halten. Ich will aber keine bevorzugte Behandlung. Wir brauchen jeden guten Piloten, den wir haben. Und nur damit Sie es wissen, ich vertraue Hobbs blindlings. Das ist Ihre Sache. Das Interessante ist, dass der MSI Afterburner mir so um die 20 FPS anzeigt bei dem Spiel. Es läuft aber alles flüssig. Aufnahme geht natürlich in 60 Bildern pro Sekunde, ganz klar. So. Niemand mehr da. Speichern wir halt einfach mal für den Fall der Fälle und ab in die nächste Mission. Fangen wir an, Colonel. Ja, Sir. Eine unserer Bodenstationen meldet in diesen Regionen Kilorathi-Aktivitäten. Ich möchte, dass Sie dort Patrouille fliegen und die Bereiche vom Feind säubern. Der Bericht der Station ist nicht ganz eindeutig. Kann sein, dass Sie da auf ein Flaggschiff der Kilorathi stoßen. Viel Erfolg, Colonel. Danke, Sir. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Ja, komm, fliegen wir mal mit Cobra. Cobra, ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Viel Glück. Die fliegt nämlich verdammt gut. So, der Trick an der Sache ist, ohne mit ihr sprechen zu müssen, dass wir unser Schiff konfigurieren können. Habt ihr ja gerade gesehen. Ich hab Lust auf die Thunderbolt. Immer mal wieder.
gedrückt und Quatsch. Sie können jetzt starten, Colonel. Ja, machen wir doch glatt. Feind gesichtet können. Wird gleich kommen. Feind gesichtet können. Na, was habe ich gesagt? Jetzt beißt er ins Gras. Ihr erbärmlichen Nachkommen. Kurzen Prozess hier. Maniac-Style. Feind gesichtet, Colonel. Ach, dann... Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Ich arbeite jetzt hier mal so ein bisschen mit Torpedo. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Einsatzziele erreicht. So ist. Sofort an meiner Flanke formieren! Ja, Sir! Der Träger gehört mir. Noch sind wir weit genug entfernt, auch nicht getroffen zu werden von dem Teil. Yeah! Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Hey, das war ein klarer Treffer für uns, Colonel. Sie können jetzt landen. Ja, hast rein. Jawohl, ja. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part, wenn es wieder heißt, retromäßig wegen Commander 3. Ciao.